Hallo, ich bin der Tim und ich bin 10 Jahre alt. Ich bin die Konstanze und ich bin auch 10 Jahre alt. Ich bin Diana und ich bin auch 10 Jahre alt. Wir sind die Kinderreporter. Wir fragen heute mal einen Priester, was er alles so macht. Hallo zusammen. Was macht ein Priester den ganzen Tag? Ein Priester macht eigentlich jeden Tag genau das Gleiche wie der andere Mensch. Wir stehen morgens auf, wir putzen uns die Zähne, wir gehen zum Frühstück, gehen zur Arbeit oder so wie ihr vielleicht in die Schule. Wir treffen Freunde und Familie, sprechen mit Menschen, gehen abends vielleicht mal ins Kino oder auch setzen uns vor den Fernseher. Eigentlich genau das, was andere auch tun. Wir nehmen uns einfach nur vor, dass wir den Tag mit verschiedenen Gebeten unterbrechen. Morgens, mittags, abends, bevor wir ins Bett gehen und feiern natürlich Gottesdienste zwischendurch und all das, was uns, unseren Beruf, unser Leben dann nochmal ausmacht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Priester zu werden? Das ist eine ganz spannende Frage und eigentlich doch eine, die ganz einfach ist. Denn ich hatte zu Hause einen richtig coolen Pfarrer zu Hause, mit dem konnten wir ganz viel machen. Der hat uns begleitet, wenn wir mit dem Chor unterwegs waren. Mit dem habe ich Firmungen vorbereitet, bei dem war ich Messdiener und als ich schon was älter war, konnte ich auch einfach bei dem am Pfarrhaus vorbeigehen, mal anklopfen und meine Fragen stellen und so immer mit dem im Kontakt sein. Und so habe ich dann gedacht, ach, vielleicht könntest du das auch machen. Das war ein richtig cooles Vorbild für mich. Wie bereiten sich Priester vor dem Gottesdienst auf die Messe vor? Wenn wir wissen, dass wir einen Gottesdienst vorbereiten, dann gucken wir uns zuerst einmal die Bibelstellen an, die in dem Gottesdienst vorkommen und überlegen uns, was steckt da für eine Botschaft drin? Was wollen wir den Menschen auch mitgeben? Was wollen wir ihnen erklären? Was ist vielleicht das Besondere an diesen Texten? Und dann setzen wir uns hin und überlegen, welche Fürbitten können wir in den Gottesdienst mitnehmen? Welche Lieder können wir singen? Und welche Gebete kommen vor? Die schauen wir uns auch vorher noch einmal an. Und dann sprechen wir Menschen an, die mit dem Gottesdienst auch etwas zu tun haben. Die zum Beispiel, die Musik machen. Die sprechen wir an und fragen, ob die Lieder denn gut sind oder ob sie eigene Ideen dazu haben. Und dann ganz konkret vor dem Gottesdienst, wenn die Predigt fertig ist, wenn alles zusammengestellt ist, dann kommen wir in die Sakristei, sprechen nochmal mit den Messdienerinnen und Messdienern und auch mit den anderen, die da sind und dann kann es auch schon losgehen. Warum dürfen Priester eigentlich nicht heiraten? Das ist eine ganz spannende und eine richtig alte Frage, da muss man weit in die Geschichte zurückgehen. Früher war das so, dass wenn ein Priester Familie hatte, dass er dann die Kirche und den Pfarrhof, so wie man das nannte, an die Kinder, an die Söhne übergab. Und das war dann in der Familie eine Tradition geworden. Das war aber auch nicht immer einfach, weil immer die gleichen Leute sich um Kirche und um die Gemeinde kümmerten. Es kam dann aber auch vor, dass, wenn ein Priester Familie hat, man nicht einfach die ganze Zeit für die Gemeinde einsetzen konnte. Da war man natürlich auch zu Hause bei der Familie und nicht jeden Abend frei oder jedes Wochenende. Und mir gibt das heute ganz viel Freiheit, wenn ich an den Wochenenden mit Gruppen unterwegs sein kann oder am Abend, weil da keiner zu Hause sitzt und keiner sagt, wann kommst du jetzt endlich nach Hause oder das Essen ist fertig. So kann ich dann eben die Gemeinde zu meiner Familie machen. Eine ganz große Familie, die eben anders ist, so wie wir es sonst immer kennen. Ich habe heute erfahren, dass Priester spontan vor dem Gottesdienst die Lieder aussuchen. Ich habe heute erfahren, dass Priester früher auch Kinder haben durften. Ich habe heute erfahren, dass Priester einen ganz normalen Alltag haben. Tschüss!